Hallo liebe Camperinnen und Camper, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euch ja noch eine Folge schuldig und zwar stehe ich jetzt hier, wo ich am liebsten stehe, mitten in der Natur und sei gleich mal gesagt, es geht schon starker Wind hier, ich muss mich auch ein bisschen beeilen, damit mich das Wetter nicht erwischt. Da ist er, der La Strada Avanti C. Und es sollte ja einen zweiten Teil geben, beziehungsweise es war gar nicht geplant, einen zweiten Teil zu machen, aber mir ist aufgefallen, ich habe wirklich einiges vergessen beim ersten und ein bisschen Zubehör wollte ich euch ja auch noch zeigen. Starten wir gleich los. Was konnte ich denn nicht machen? Ich konnte zum Beispiel nicht euch zeigen, wie denn der Tisch im ausgeklappten Zustand aussieht. Und schaut mal her, auch wenn ich jetzt den Sitz vorne noch dazu umdrehe, dann haben da locker 3 bis 4 Personen Platz, den Tisch zu benutzen. Auch zum Kochen ist es eine herrliche Unterstützung, wenn ich jetzt sage, die Arbeitsplattenverlängerung ziehe ich raus. So. Und habe dann noch die Ablagefläche vom Tisch dazu, dann hat man da genügend Ablagemöglichkeiten. Eben gerade zum Vorbereiten ist das eine super Unterstützung. Weiters habe ich euch auch nicht gezeigt, wo denn meine iNet-Box verbaut ist. Und die ist hier oben. Das heißt, iNet-Box, warum, wieso, weshalb? Für mich war ganz wichtig, erstens die Füllstände der Gasflaschen jederzeit ablesen zu können. Funktioniert also über die iNet-Box und den entsprechenden Sensoren unter den Flaschen. Das heißt, ihr könnt per Handy ablesen, wie viel Gas habt ihr noch in den Flaschen? Wie ist die Fahrzeuginnentemperatur und auch wie ist die Brauchwassertemperatur. Ist also eine ganz nützliche Geschichte von Truma. Und was hier noch verbaut ist, was ich ja wirklich jedem dringend empfehle, ist die Steuerung vom Zusatzlüfter für den Kühlschrank. Das heißt, ihr könnt den einmal auf Automatik stellen, dann schaltet ihr ab einer bestimmten Temperatur ein oder ihr sagt, ich weiß, es ist zu heiß, ich lasse ihn laufen. Warum das Ganze? Ist beim Kastenwagen relativ einfach. Ihr habt hier die beiden Lüftungsgitter vom Kühlschrank und die sind, wenn die Schiebetür offen ist, was sie im Sommer natürlich meistens ist, verdeckt. Das heißt, der Kühlschrank kann Schaden nehmen, wenn er nicht genügend Luft bekommt. So, eine kurze Sache noch. Und zwar habe ich euch gesagt, ich habe zu bestimmt 95% als zusätzliches Fahrzeug meinen Scuddy dabei. Das ausführliche Scuddy-Video gibt es ja schon. Wen das interessiert, der kann sich das anschauen. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich ihn zusammengeklappt im Fahrzeug habe. Das heißt, es ist hier alles relativ gut organisiert und auf fast den Millimeter genau geht er dann rein. Wir haben da hinten den Wasserträger, die Stühle, 2-Euro-Boxen, die bestückt sind mit Dingen, die ich euch dann noch zeige. Und eben hier unter dem Wechselrichter Schubfächer, in den Materialien sind, die ich euch dann auch noch zeige. Ja, das heißt, ich muss jetzt natürlich gleich wieder ein bisschen umbauen und sag, wir sehen uns gleich. So, da ist er wieder. Und bevor wir mit dem Zubehör starten, schaut mal, wie er im hohen Gras aussieht, der liebe Scuddy. Bevor wir mit dem Zubehör starten, zeige ich euch noch 2 Kleinigkeiten, wen das interessiert. Und zwar habe ich mir lange überlegt, ich benutze für die Markise entgegen vieler Aussagen fast immer die Rafterstange.
Und die Rafterstange, also die Halter von den Rafterstangen, habe ich da oben mit den Haltern, mit den passenden Haltern an die Rückwand vom Möbelbau geschraubt. Das heißt, die ist immer schön aufgeräumt. Und die Kurbel, da habe ich die Halter hier und das Bett geschraubt. Das heißt, die ist auch immer schön aufgeräumt. Man nimmt die einfach nur raus und kann seine Markise ausfahren. Und das mache ich jetzt. Und dann sehen wir, wie die befestigt ist. So, erledigt. Markise ist draußen. Und wie ich es euch schon gesagt habe, ich tue die Rafterstange eigentlich fast immer rein. Und habe auch, wie vorhin schon angeschnitten, mal die Aussage bekommen, warum machst du das? Macht ja fast keiner. Ja, ist jetzt für mich nicht so nachvollziehbar, weil ich finde, die Markise gewinnt enorm an Stabilität, wenn die Stange drin ist. Auch wurde mir schon oft gesagt, ja, sowas habe ich gar nicht. Das ist jetzt was ich nicht nachvollziehen kann. Die war standardmäßig bei mir dabei. Also, wenn ihr sowas haben wollt und vielleicht nicht habt, vielleicht mal beim Händler nachfragen, warum ist keine dabei. So, wie habe ich meine Markise befestigt? Ich habe die Multi-Anker-Saugnäpfe und ich habe beschlossen, dazu noch ein separates Video zu machen. Das wollte ich eigentlich nicht, weil ich mir gedacht habe, naja, die kennt eh jeder und jeder weiß, was das ist. Scheinbar ist das nicht so. Also ich hätte bestimmt auf 6 von 10 Stellplätzen darauf angesprochen. Erstens, was ist das und hält das? Kann ich im Vorfeld schon mal sagen, hält super, super gut. Und warum hast du die Dinger überhaupt? Weil du kannst ja die Füße auch auf dem Boden stehen. Dazu muss ich euch noch jemanden vorstellen. Nämlich unseren Hund, der jetzt gerade nicht dabei ist, aber den werden wir nachher noch schnell interviewen. Und es ist ein sehr territorialer Hund. Das heißt, wenn da jemand vorbeigeht, kann es schon mal passieren, dass die rausschießt und würde mir nicht nur den Fuß, sondern wahrscheinlich die ganze Markise demolieren. So, und wie gesagt, sind das heute meine beiden Stargäste, die Kira und die Enna. Und ja, so wie sie jetzt da liegen, können sie kein Wässerchen trüben, weil das Herrli ja ein Leckerli in der Hand hat. Nein. Ja, aber jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum die Füße von der Markise doch besser oben sind. Und weil die Stars hier so brav waren, gibt es natürlich auch was. Ja? Also, das sind sie, die beiden Racker, die fast immer dabei sind. Und so eine Markise eventuell auch mal zum Einsturz bringen. Okay, kommen wir zum Zubehör. Und zwar hier in der Eurobox haben wir drin einen Falteimer. Ob ich den jetzt unbedingt ausfalten muss für euch, das ist ein 10 Liter Falteimer zu bekommen bei Amazon. Wird hauptsächlich dazu genutzt, den Grauwassertank abzulassen, wenn man länger irgendwo steht und nicht immer zu einer Ablassstelle fahren will, sondern 10 Literweise das Ganze entsorgt. Einen Gummiteppich, der ja fast über die Länge des ganzen Fahrzeugs geht, der normalerweise hier unter dem Tisch und dem Stuhl steht, und eine Kabeltrommel. Und die Kabeltrommel, also ich hatte noch nie eine andere, ich habe mir gleich die gekauft. Es heißt ja, dass es mittlerweile in Europa Pflicht ist, ein oranges Kabel zu haben. Trotzdem sieht man es noch relativ selten. Wir haben hier auch 2,5 Quadrat Kabel drin, anstatt der dünnen. Also das, ja, wird immer wieder empfohlen, wirklich ein dickeres Kabel zu haben. Das Schöne an dieser Trommel ist, dass das Anschlusskabel, ich glaube, das hat nochmal 1,5 Meter, separat ist. Das heißt, die Trommel liegt dann unterm Fahrzeug und
Ich schließe das Kabel separat an und habe noch auf der anderen Seite dann eine separate Außensteckdose. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich unglaublich nützlich finde, ist dieses kleine Feature hier. Muss man allerdings separat kaufen. Das heißt, ich klappe das aus, stelle einen Fuß drauf und kann ohne jegliches Gewackel relativ schnell die Trommel wieder aufwickeln. Ja, das war's schon mit der Eurobox. Wir haben hier noch einen kleinen Klapphocker. Und der dient eigentlich nur dazu, die Rafterstange zu montieren. Die Markise steht nicht immer so tief, wie sie jetzt steht. Und um sie dann hier an dieser Befestigungsschraube festmachen zu können, brauche ich den Hocker. Die kleinen sind eben nicht größer. Und kann dann die Rafterstange festmachen. Ja, Auffahrkeile auch immer mit an Bord in dieser Tasche. Ich habe die klassischen Fiammerkeile. Und damit man nicht den Schmutz immer ins Auto schleppt, habe ich mir dann noch diese Tasche zugelegt. Also da war ich relativ überrascht. Ich glaube, die war bei 4 oder 5 € auf Amazon. Also nicht die Welt, um nicht den ganzen Dreck reinzutragen. Wie gesagt, Multi-Anker gibt es noch ein separates Video. Ich glaube, das kann nicht verkehrt sein. Auch immer mit an Bord hier die Box von Fleximec mit diesen unwahrscheinlich vielen Möglichkeiten der Magnethalterung. Hier auch eine kleine Wäscheleine, die wird auch sehr viel benutzt. Dazu könnt ihr euch ein Video anschauen auf dem Camper Tobi-Kanal. Da haben wir ausführlich mal einige Möglichkeiten der Fleximec besprochen. Und das sind, wie im ersten Video gesagt, die Schubladen aus dem Heckbereich, die ein bisschen unterteilt sind nach Art der Verwendung. Das heißt, wir haben hier eigentlich alles drin, was das Thema Brauchwasser betrifft. Ein separater Absperrhahn, ein kurzer Hahn, kurzer Schlauch, den ich relativ oft brauche. Dann haben wir diese Gardena Wasseruhr, habe ich schon gesehen, wird auch von sehr vielen verwendet, um wirklich zu wissen, wie viel Wasser habe ich denn jetzt in mein Fahrzeug reingelassen. Und hier haben wir diesen Heos-Konnektor. Das heißt, den schraube ich statt dem Verschlusshahn auf und kann dann direkt Wasser anschließen. Das hat bei mir am Anfang nie funktioniert und ich habe nicht verstanden, warum. Das heißt, der Einlass von meinem Wassertank ist relativ lang und macht auch einen Bogen. Und da staut sich dann das Wasser, wenn es zu schnell reinkommt. Und dann spritzt das hier an der Seite raus. Und ich habe dann eins gemacht. Ein kleines Schlauchstück, was übrigens noch ersetzt werden soll durch einen BPA-freien Schlauch. Dieses Stück Schlauch überbrückt das. Weiß nicht, vielleicht hat jemand anders auch das Problem. Und dann läuft das Wasser, egal, auch bei hoher Geschwindigkeit, läuft das schön rein. Immer mit dabei ein Wasserfilter. Ich glaube, der ist von Wasserfilterexperten oder so ähnlich.de. Kostet um die 100 €. Hat eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Also ich nehme ihn nicht immer her, aber da, wo es auch nur ein bisschen fragwürdig ist, ist er davor gesetzt. Dann haben wir natürlich verschiedenste Adapter. Wir haben noch eine Wasserspritze und wir haben Lastrada Standard. Eine Ersatztauchpumpe. Also ich habe immer noch die erste drin, funktioniert einwandfrei, aber sollte sie unterwegs mal kaputt gehen, habe ich eine Reservepumpe dabei. So, das Thema Strom. Diese Dose hier, um zusammengesteckte Kabel vor Feuchtigkeit zu schützen.
Dann haben wir auch wieder natürlich notwendig zwei verschiedene Adapter. Einmal, zweimal. Zur Not noch ein Verlängerungskabel. Und was ich ganz nützlich finde, ist diese Mehrfachsteckdose. Das heißt, da haben wir USB dran und vier Steckdosen. Die kann ich dann eben in die Außendose einstecken von der Kabeltrommel. Und ihr könnt die ja, ein bisschen formen. Wäre jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier hinten Fleximag-Magnete dran zu machen und sie ans Auto zu heften. Ja, hier drin ist mein Wasserschlauch und die Abspanngurte für die Markise. Und im Grunde genommen wüsste ich jetzt gar nicht, was man noch wirklich Großartiges braucht. Ich komme damit super aus. Ich habe alles, was ich brauche. Wir haben einen Tisch für den Außenbereich. Das ist ein Westfield-Tisch. In der Höhe verstellbar. Dann Füße, die sich anpassen. Also absolut in Ordnung, auch von der Stabilität her. Es ist ein Campingtisch, Leichtbauweise kann man so nicht sagen. Dann haben wir die Isabella-Stühle und das war eine Empfehlung von Freunden, beziehungsweise ich hatte das Glück, dort gleich Probe sitzen zu können und ja, die sind traumhaft. Also was jetzt den Stuhl so besonders macht, ich hatte am letzten Wochenende auch jemanden, der sich schockverliebt hat in den Stuhl, wenn er das Video sieht. Viele, viele Grüße gehen raus. Ja, natürlich die Lehne verstellbar bis in die Liegeposition. Auch hier unten noch die Möglichkeit, ein Fußteil einzuhängen. Und damit ist er dann ein genialer Relaxstuhl. Auch ein schönes Kissen hier in der Höhe verstellbar. Tolle Sache. So, habe ich noch was vergessen? Ja, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Das zeige ich euch sofort. Dafür muss ich aber noch mal einen ganz kleinen Umbau machen. Also ganz kurz Geduld. Wir haben hier ein H3-Fahrzeug. Und H3 bedeutet, er ist einfach höher und bietet mir damit natürlich die Möglichkeit der vollen Stehhöhe. Und des Doppelbodens. Und wir haben hier, wir sehen hier schon, hier vorne ist ein Heizungsauslass und hier ist nochmal so ein kleines Lüftungsgitter. Und warum ist das da? Weil wir hier schon das erste Doppelbodenfach haben und dieses Fach ist beheizt. Das sieht man hier, ist nämlich auch noch ein Heizungsauslass. Ja, und das wäre die Möglichkeit, eben für feuchte Sachen zu nutzen, wie zum Beispiel jetzt nasse Schuhe. Ich glaube, es ist sogar ursprünglich hauptsächlich dafür gedacht, nasse Schuhe hier reintun zu können und trocknen zu können. Unterm Tisch haben wir auch noch zwei Doppelbodenfächer. Das heißt, die sind natürlich ein bisschen schwer erreichbar, wenn jetzt da ein Teppich drauf liegt und der Tisch noch montiert ist. Aber das sind schöne unterteilte Fächer und ihr seht schon alles diese Dinge. Natürlich fülle ich hier Dinge rein, die ich nicht so oft brauche. Dann habe ich auch keine großen Umbaugeschichten. Was man hier vielleicht gleich sieht, eigentlich ist es etwas, was dem Camper Thomas nicht so gut gefällt. Hier, das Wiffer. Aber um das Cockpit zu entstauben, ja, das Navi, die Ritzen, also das ist wirklich, kann ich euch absolut als Tipp geben. Ich benutze die Dinger fast nur fürs Cockpit und für solche Stellen hier bei den Fenstern. Wenn ich nicht immer gleich einen Sauger bei der Hand habe, dann fahre ich da mit dem Ding drüber und das ist sauber. Also es ist wirklich genial. Sehr empfehlenswert und wenn man sparsam damit umgeht, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es teuer ist. Solche Geschichten sind eigentlich immer verhältnismäßig teuer, aber
wenn man ein bisschen drauf aufpasst, kommt man sehr weit damit. Hier hinten, parallel zum Bad, haben wir noch ein großes Doppelbodenfach. Ja, das sieht man schon. Da geht ordentlich was rein. Aber wenn ihr jetzt mal schaut, wie wenig da drin ist, ich brauche sie nicht wirklich. Ich genieße den Doppelboden für den Winter. Ich genieße auch, dass der Boden warm ist, ja, weil da natürlich die Heizungsrohre drunter laufen und barfuß im Winter hier drin überhaupt kein Thema. Hier haben wir noch das Frostventil vom Truma-Boiler. Das heißt, das ist natürlich, wenn das Fahrzeug im Winter nicht benutzt würde, zu öffnen, beziehungsweise bei kritischen Temperaturen öffnet sich es dann selber. So, noch ein kleines Detail, aber sensationell. Ich habe für die Tellerbefestigung wirklich alles Mögliche ausprobiert und nichts fand ich toll. Immer hat es geklappert oder ist verrutscht oder wie auch immer. Jetzt habe ich versucht nachzuschauen, von welchem Hersteller dieser Halter ist. Ich glaube von Fiamma. Bitte erschlagt mich nicht, wenn es nicht stimmt, aber ich weiß, der kostet ungefähr 12 Euro. Und das ist nur eine kleine Schiene mit dieser Klammer hier. Und die Teller sind da lose drin. Und die kommt runter, wird nach unten gedrückt und die Teller sind fest. Also mega einfach und wirklich, wirklich genial. Absolut zu empfehlen. Was haben wir hier oben noch? Relativ klassisch die ausgeschnittene Schaumstoffbecher haben wir aus Reis. Diese Weißbiergläser gibt es ja tatsächlich im Erdinger Fanshop. Das sind Kunststoffgläser, Schneidebrettchen und so weiter. Das habt ihr sowieso alles selber an Bord. Ja, sonst Nützliches gibt es jetzt hier drin, glaube ich, gar nicht mehr zu erwähnen. Ich glaube, ich hatte euch nicht gezeigt, dieses große Staufach über dem Fahrerhaus, wo ich ja gesagt habe, ich möchte darauf nicht verzichten, weil da wirklich, wirklich viel reingeht. Hier sind zum Beispiel die Fußteile drin von den Sitzen, Spülschüssel, dann eben dieser große Besen, um die Markise abzukehren. Also alles Mögliche, und wenn man dann losfährt, ist das Fach auch meistens voll. So, eine Sache noch zu erwähnen, und zwar Toilette. Ich mache da kein Hehl draus, ich möchte da auch gar keinen machen, Werbung hin oder her. Ich habe einiges ausprobiert. Ich bin als Anfänger mit Chemie gestartet. Das heißt, das wird von den meisten auch so empfohlen, da ist dann blaues, grünes oder was auch immer. Und war da nie wirklich happy damit. Das heißt, es hat funktioniert, aber Chemie ist und bleibt Chemie. Das heißt, ich bin auch gezwungen, immer eine Entsorgungsstelle anzufahren. Und ich bin jemand, der sehr gerne unabhängig ist. Ich habe noch ein anderes biologisches Mittel probiert. Das hat funktioniert, aber ich habe dann die Empfehlung bekommen von Solbio, habe es probiert und bin mehr als begeistert. Funktioniert gigantisch, vielleicht auch in Verbindung mit der SOG, mit der SOG Toilettenentlüftung, aber ich weiß auch von einigen, die eben keine haben, und bei denen funktioniert es auch. Ja, mit dem Solbio, das schütte ich nicht nur in die Toilette, sondern damit mache ich alles Mögliche sauber. Also das, ja, also vor allem natürliche Rückstände sollte man auch mit biologischen Mitteln reinigen. So, ich hoffe, es ist jetzt so ziemlich alles gesagt. Wie gesagt, es kommt noch ein Video zu den Saugnäpfen für die Markise. Und eines kann ich noch zeigen. Ihr seht schon, man vergisst immer wieder was, weil es einfach so Gewohnheit ist. Und zwar habe ich eine Matte für den Winter. Das heißt, die meisten von euch, die Wintercampen, wissen,
Zum einen beschlagene Scheiben, zum anderen das Thema Kältebrücke Fahrerhaus. Und es gibt ja die Hindemann-Matten, zweiteilig, einmal nur für die Scheibe und dann der zweite Teil für ganz nach unten. Die habe ich für den Winter und für den Sommer ist sie halt dann doch einfach, um sie immer mit rumzuschleppen, ja, ein bisschen schwer, ein bisschen klobig. Und dann habe ich hier eben so eine Matte, die, ja, ich sage jetzt mal, so silberbedampft ist. Das ist eine Stoffmatte, die genauso wie die Wintermatte um die Windschutzscheibe und die Seitenscheiben passt, oben an der Tür eingehängt wird. Und obwohl sie ganz, ganz dünn ist, hält diese Silberschicht, ich weiß nicht, sind es jetzt silberne Fäden oder ist die bedampft? Warum kann ich so wenig dazu sagen? Weil ich der Glückliche bin, der die geschenkt bekommen hat. Ich habe mir sagen lassen, die kostet wohl um die 70 Euro. Und hier haben wir, können wir ja ruhig Werbung machen, Vigo-Zelte. Diese Matte hält auch viel, viel Wärme ab. Also ich hätte das nicht gedacht. Bin ganz zufrieden damit. Ich habe auch, wenn das Fahrzeug zu Hause steht, dann steht die Front in der Sonne, weil mein Carport zu kurz ist für das Fahrzeug und habe die Matte dann immer drauf, um auch die Armaturen zu schonen. Ja, an dieser Stelle war es das fast, denn ich möchte noch ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden. Und zwar hatte ich ja mit dem Camper Tobi und dem Aki von VanFan ein sehr, sehr schönes letztes Wochenende. Und Aki war so lieb und hat meinen Kanal empfohlen. Und es ist unglaublich, was da gerade passiert. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank auch an die Menschen, die sofort gesagt haben, hey klar, wenn der Aki das sagt, dann ist es vielleicht kein Spinner, sondern kann vielleicht auch nützliche Videos liefern. Wir abonnieren den Kanal. Also ganz, ganz herzlichen Dank an alle Abonnenten und vor allem an Aki. Und ihr seht aber daran auch, wir sind keine Konkurrenten. Wir sind alles in der Regel Menschen, die sich mögen, die für die gleiche Sache brennen, die Spaß damit haben. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft euch noch gemeinsam, wie zum Beispiel im November in Augsburg mit Camper Tobi und Markus von Fan4Van, vielleicht kommt Aki auch, mal gucken. Also da werden wir sicherlich auch ein paar schöne Tage haben mit euch. Also wer kommen will, meldet sich bitte beim Camper Tobi. Und ja, damit denke ich doch, ist, bevor jetzt hier der große Wind losgeht, alles gesagt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, habt schöne Reisen und schöne Zeit und genießt das Camping. Bis bald.